Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 7. Dezember. Heute dabei Pokémon Go, Amazon Prime Video, IKEA, Sonos, Alexa, Tesla und Lyft. Beginnen tun wir mit den absoluten News des Tages. Und da geht kein Weg an Pokémon Go vorbei. Und ja, passenderweise landet die News natürlich auch bei mir, der ich doch aus dem Geek Talk der einzig noch aktive Pokémon Go-Spieler bin. Ja, Pokémon Go bekommt neue Pokémons endlich. Die dritte Generation steht an und Pokémon, oder besser gesagt Niantic, hat jetzt bekannt gegeben, dass 50 neue Pokémons ab dieser Woche verfügbar gemacht werden. Das sind nicht alle aus der dritten Generation, sondern Niantic hat sich entschieden, die peu à peu nacheinander auszurollen und somit dem Spiel ein bisschen längere Laufzeit zu geben, denn irgendwann sind natürlich auch alle Pokémons draußen. Aber nicht nur das, sondern noch ein ganz interessantes Feature wird dazu hinzukommen und das ist nämlich das Element Wetter. Niantic arbeitet da mit einem Wetterdienst zusammen und wenn es beispielsweise bei euch schneit, dann wird es auch in Pokémon Go schneien und dann werden halt auch Pokémons auftauchen, die sich besonders gut mit Schnee vertragen. Gleiche gilt für Wind, für Regen, für Sonne und das ist bestimmt echt mal ein interessantes neues Feature, was vielen Leuten noch ein bisschen Dynamik ins Spiel bringt, denn nun kann man die gesuchten Pokémons, die man noch für seinen Pokédex braucht, eben nicht jederzeit bekommen, sondern muss sogar noch auf das richtige Wetter warten. Also ich freue mich drauf, bin gespannt und ihr werdet bestimmt noch was davon hören. Ja, von Amazon Prime Video haben wir im Juni schon gehört, auf der Apple Entwicklerkonferenz WWDC. Dort wurde die App angekündigt fürs Apple TV und es wird gesagt, irgendwann später im Jahr und jetzt ist sie endlich fürs Apple TV verfügbar, also fürs aktuellste Apple TV. Auch natürlich die 4K-Version mit dem aktuellen TV OS ab Version 11.1 könnt ihr euch nun aus dem entsprechenden App Store die Amazon Prime Video App runterladen. Und gleichzeitig wird erwartet, dass Amazon nun auch wieder Apple TVs verkauft, denn das haben sie auch nicht mehr gemacht. Ähnlich wie den Streit, den sie gerade mit Google haben, wer wen wo auf welche Plattform lässt, ging es natürlich auch im Kindergarten her zwischen Apple und Amazon und zumindest die beiden haben es jetzt ad acta gelegt. Ich werde mir das auf jeden Fall installieren, denn ich bin Amazon Prime-Kunde und bin gespannt, ob ich es denn so nutze wie Netflix. Was ich auch absolut gerne nutze, ist meine Sonos. Also nicht nur meine Sonos, ich habe mehrere. Aber Musik halt über die drahtlosen Lautsprecher anhören, das gehört für mich zum täglichen Leben daheim. Und Sonos hat jetzt bekannt gegeben, dass sie zusammen mit IKEA arbeiten an einer Lösung für Multiroom-Lautsprecher. Das macht auch Sinn für IKEA, denn IKEA ist ja bereits sehr aktiv in Sachen, in Anführungsstrichen, Smart Home oder Connected Home. Denn die haben ja bereits Lampen im Angebot, die man ansteuern kann, die ja teilweise sogar kompatibel sind mit den Philips Hue. Und Thema Qi, die drahtlose Ladetechnologie, die hat IKEA ja auch schon im Angebot. Und die gehen konsequent noch einen Schritt weiter, also echt sehr modern und forward thinking, würde ich mal sagen. Spannend, was da so bei IKEA passiert. Und mit Sonos haben sie natürlich einen absoluten Experten hinzugeholt. Ja, und wenn wir schon bei Smart Home und Sonos und Lautsprecher sind, Sonos hat ja auch die Sonos One, die mit der Alexa kann. Und in der Alexa wurde jetzt entdeckt, dass der Multi-User-Support anscheinend kurz vorm Start ist in Deutschland. Der Multi-User-Support, was ist das? Das bedeutet, ihr auch, aber mehrere Leute können mit einer Alexa sprechen und die Alexa ist in der Lage, die Benutzer an den Stimmen zu erkennen und dementsprechend auch nur zu der entsprechenden Person korrekt zu agieren. Schönes super Feature, Google Home kann das auch mittlerweile ja schon und entsprechende Funktionen wurden in der App entdeckt, sind aber noch nicht freigeschaltet, aber wenn es jetzt in der App schon drin ist,
dann ist es ja nur noch kurz bis zum Deutschlandstart, denn die Amerikaner, die dürfen das schon nutzen und auf jeden Fall ein Top-Feature, wurde auch lange drauf gewartet. Auch da freue ich mich drauf. Ja, kein Tag vergeht ohne Tesla-News. Und jetzt kam ein Bericht, dass Tesla anscheinend mitverantwortlich ist für die weltweite Batterieverknappung. Die haben nämlich für ihre Gigafactory, die die ganzen Akkus für die Elektroautos von Tesla raushaut, entsprechend einen Großteil der benötigten Rohstoffe und Bauteile weltweit aufgekauft. Also, wer anderes, irgendwie Akkus und Batterien bauen will, der kommt einfach nicht mehr an die Bestandteile, weil Tesla den Markt irgendwie leer gekauft hat. Das hatten wir auch schon mal früher durchaus bei Sony, Apple und Konsorten in anderen Bereichen. Aber bei Akkutechnologie war es jetzt wohl relativ neu. Und ja, der Verantwortliche ist dann Tesla. Und wenn wir schon bei Autos sind, kommen wir noch zu den Kollegen von Lyft. Lyft ist ja der Konkurrent zu Uber in Amerika, also so ein Carsharing-Dienst. Und für die, also für Uber, genauso wie auch für Lyft, ist natürlich selbstfahrende Autos eine große Zukunftsidee, mit denen sie ihr Geschäftsmodell weitertreiben möchten. Und Lyft hat gesagt, dass sie in Boston mit der Firma Nutonomy zusammenarbeiten. Das wurde vor ein paar Monaten bekannt gegeben und jetzt scheint es wirklich so, dass jetzt in Boston wirklich der Start ist. Denn einzelne einzelne Gäste, also die halt eine Lyft rufen, die werden jetzt mit selbstfahrenden Autos von Nutonomy gematcht in der App. Und man kann natürlich dann auch sagen, okay, will ich nicht, ich will einen Fahrer haben. Aber man kann auch die Zukunft so erleben und sich so selbstfahrend in Boston von A nach B manövrieren lassen. Spannendes Thema auch, da würde ich auch machen, doch. Einfach schon aus Neugierde. Wer auch schon mal Tesla mit Autopilot gefahren hat, der weiß, es ist schon eine Überwindung und man kommt sich erst komisch vor, aber das ist eventuell die Zukunft und Bock hätte ich da schon drauf. Und ich hoffe, ihr habt genauso Bock, morgen wieder hier reinzuhören, denn das war's für heute im Geek Talk Daily. Morgen ist dann endlich Freitag, Endspurt und ich hoffe, wir hören uns dann nochmal. Also kommt gut in den Donnerstag. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.